Menschen in 50 Jahren heizen? Und mit welchem Kraftstoff werden sie fahren? Wie können wir eine umweltfreundliche Energieversorgung langfristig sicherstellen? BP als einer der größten Energieversorger der Welt stellt sich diese Fragen schon sehr lange. Neben dem klassischen BP-Geschäft mit Rohöl und Erdgas arbeitet BP daran, neue Energieträger zu erforschen und bereitzustellen. Für diese Entwicklungsarbeit mit dem neuen Geschäftsbereich Alternative Energy stellt BP viele Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Der Standort Deutschland ist für BP von großer Bedeutung. BP ist mit Deutschland durch eine sehr lange Tradition verbunden. Unsere Wurzeln hier reichen über 100 Jahre zurück. Und wir gehören mit unseren drei Marken BP, Aral und Castrol zu den größten Unternehmen in Deutschland. Außerdem zählen wir zu den größten Anbietern von Solarsystemen und betreiben eines der größten Raffineriesysteme des Landes. An den zahlreichen BP-Standorten in Deutschland werden nicht nur moderne Kraft- und Schmierstoffe sowie Heizöl produziert. Daneben entstehen auch wichtige chemische Grundprodukte. Auch bei den Raffinerien investiert BP hunderte Millionen Euro in Sicherheit und umweltfreundliche Produktion. Eine noch viel längere Tradition als BP in Deutschland hat die Marke Aral. Gegründet 1898 zählt die blau-weiße Aral zu den bekanntesten und beliebtesten Marken Deutschlands und ist seit 2002 die Tankstellenmarke der BP in Deutschland. Aral ist mit mehr als 2400 Tankstellen Marktführer in Deutschland und bei den Kunden mehr als beliebt. Die Aral-Kraftstoffe und andere Spitzenprodukte werden in den Laborräumen der BP-Aral-Forschung in Bochum entwickelt, einem der drei BP-Forschungszentren weltweit. Hier werden auch alternative Kraftstoffe wie Biodiesel, Wasserstoff und andere erforscht. Und natürlich die Aral- und BP-Kraftstoffe ständig geprüft und verbessert. Damit Motoren und Maschinen reibungslos laufen, brauchen sie hochwertige Schmiermittel. BP hat für jeden Motor und jede Industriemaschine den passenden Stoff. Mit den drei Marken Castrol, BP und Aral ist das Unternehmen Tabellenführer auf dem Schmierstoffmarkt. Vor allem die Castrol-Produkte genießen im Motorsport Weltruf. Vom Hamburger Hafen aus versorgt BP Marine deutsche und osteuropäische Kunden mit Kraft- und Schmierstoffen, Technologie und Service. Viele hunderttausend Kubikmeter Kraft- und Schmierstoff werden hier jedes Jahr vertrieben. Jedes dritte Flugzeug in Deutschland fliegt mit Treibstoffen von BP. Von Hamburg aus beliefert RBP über 300 Fluggesellschaften und über 1000 weitere Kunden an vielen internationalen und Regionalflughäfen. Emissionsfreien Strom zu produzieren, ist für BP ein wichtiges Zukunftsthema. In Deutschland gehört BP seit über 15 Jahren zu den größten Anbietern von sauberer Sonnenenergie. Jedes Jahr entstehen neue, hochmoderne Anlagen mit den Solarzellen von BP, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Berlin oder am Münchner Flughafen. BP möchte die Menschen weltweit nachhaltig mit Energieprodukten versorgen und setzt dabei nicht nur auf klassische Energieformen wie Öl und Gas, sondern forscht schon heute nach der Energie von morgen. Die Menschheit wird noch sehr lange auf Öl, Gas und Kohle angewiesen sein. Deswegen setzen wir uns bei BP seit vielen Jahren dafür ein, fossile Energien effizienter und umweltfreundlicher zu nutzen, indem wir zum Beispiel das klimaschädliche Kohlendioxid abspalten und wieder unter die Erde bringen. Ein weiterer Weg sind Biokraftstoffe. Auch da gehört BP zu den Pionieren. All das tun wir, weil wir auch in der fernen Zukunft dafür sorgen wollen, dass die Menschen genug bezahlbare und umweltfreundliche Energie haben.
Der Verantwortung dieser Aufgabe ist sich BP bewusst und hat den Weg in die Zukunft schon beschritten.